Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute ein neues Video in alter Frische. Heute geht es um das neue Astro A50 Modell. Vorweg muss ich aber sagen, ihr wisst ja, ich bin mit Astro gepartnert schon seit langer Zeit. Das ist aber weder ein bezahltes Product Placement, sonst allgemein Product Placement, denn vertraglich oder so habe ich da gar keine Vereinbarung mit Astro. Das ist ein rein freiwilliges Video, einfach weil ich Bock da drauf habe. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mich supporten und euer Headset, falls ich euch am Ende des Videos überzeugt habe, euch ein neues A50 zu holen, über meinen Link kaufen. Da kriegt ihr 5% Rabatt auf ganz entspannt. Und darüber würdet ihr mich supporten, wie gesagt. Also der Link zu dem neuen Modell oder zu allen Modellen vom Astro ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, schaut euch das Video erstmal zu Ende an und lasst euch vielleicht von mir überzeugen, dass das richtige Headset für euch ist. Ich habe einfach mega Bock, weil ich das neue Modell, das neue Astro A50 Modell feiere ich abnormal ab, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Und wie ich auch schon angekündigt habe, gibt es jetzt das etwas ausführlichere Video dazu. Haben sich auch viele gewünscht, viele haben nachgefragt. Und ich werde jetzt mal ganz detailliert auf Kleinigkeiten eingehen, denn auch wenn es fast gar nicht möglich war, das alte A50 war schon ein Premium-Headset mit einem Sternchen. Mit einem Plus, sowas. Aber das neue A50 Modell ist ein Premium-Headset mit 10 Plus dahinter. Also ist nicht mehr normal. So Freunde, also rein optisch gesehen unterscheidet sich das neue A50 Modell schon. Es hat diese blaue Metalloptik hier an der Seite. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, wie man hier unschwer erkennen kann. Es sieht einfach nice aus. Blau Metallic geht immer. Oben hat es auch eine neue Optik verpasst bekommen. Gefällt mir sehr gut, rein optisch. Das andere alte A50 war optisch auch sehr nice, wie ihr hier sehen könnt. War aber im Vergleich zu dem neuen Modell recht schlicht, würde ich an der Stelle behaupten. Ja, kommen wir zum ersten Vorteil, was das neue A50 Modell mit sich bringt. Und das ist der Tragekomfort. Das alte A50 hatte schon eine Premium-Qualität, was die Ohrmuscheln angeht. Das neue A50 sitzt einfach viel, viel flauschiger. Und wer mal ein normales A50 auf dem Dütz hatte, weiß, dass ich hier gerade sage, dass das Headset noch bequemer ist. Es ist eigentlich fast gar nicht machbar. Ich zeige euch das einfach mal rein optisch gesehen. So, das ist jetzt hier die neue Ohrmuschel vom A50. Sieht man das? Ja, sieht sehr, sehr flauschig aus, wie ihr hier sehen könnt. Das ist hier die Ohrmuschel von dem alten A50. Auch sehr nice, aber etwas härter. Also, da muss ich wirklich sagen, da hat Astro sich selbst übertroffen, weil diese Ohrmuscheln gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Und ein Vorteil, den sie mit sich bringen, der so gefühlt alles toppt bei diesem neuen Modell, ist diese Funktion hier. Könnt ihr das sehen? Zack, zack. Schaut mal. Ich kann sie einfach abnehmen. Per Magnet, auf ganz entspannt, kann man einfach ab- und anmachen. Ab- und anmachen. Natürlich beidseitig, das ist klar. Das hat das alte Modell natürlich nicht. Und jeder kennt es. Man hat so ein Headset tagelang auf, wochenlang, über Stunden und es sammelt sich hier in der Ohrmuschel, hier drinne, natürlich Dreck. Den Dreck kann man entfernen, man kann mit dem Finger, mit dem Q-Tip und sonstiges reingehen, aber diesen ganz groben Dreck kriegt man nicht weg. Und in dem Fall jetzt bei mir ist es so, ich wechsle so gefühlt alle 3/4 Jahr deswegen das Headset, also das alte Modell, weil ich es einfach extrem unangenehm für mich finde, irgendwann sich diese dreckigen Ohrmuscheln selber aufs Ohr zu schütten. Mit dieser neuen Funktion, dass man das einfach abnehmen kann, meiner Meinung nach haben die da echt einen geilen Schritt gewagt oder ja, gemacht, denn dadurch hat so ein Headset, finde ich, viel mehr Langlebigkeit, muss ich einfach mal an der Stelle gesagt haben. Also fassen wir mal grob zusammen. Das neue Astro A50 Modell ist einfach von den Ohrmuscheln etc. wesentlich bequemer und man kann die Ohrmuscheln abmachen. Finde ich einfach eine nice Sache. Kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt, was ich auch persönlich ein Highlight an diesem Headset finde. Jeder kennt es, man hat irgendwie was zu tun, hat das Headset auf, muss irgendwie, keine Ahnung, in die Küche oder sonstiges und legt das Headset einfach beiseite. Kennt jeder. So. Und auf einmal ist man 1,5 Stunden weg, 2 Stunden weg und das Headset war die ganze Zeit an, weil nebenbei lief noch die Playsy und es schaltet sich dann nicht automatisch ab. Das neue Astro A50 Modell hat eine Funktion, dass es sich innerhalb von 2 Minuten selber abschaltet, solange es nicht bewegt wird. Ja, das ist einfach ein Feature, wo ich merke, die Leute haben sich Gedanken gemacht. Denn es ist, wie ihr seht, auch ein Wireless-Headset. Das heißt, man muss es ansonsten immer aufladen. Und jede, sag ich mal, nicht genutzte Minute, Stunde, wo der Akku dann aber verbraucht wird, ist eine Scheißstunde. Wollen wir es einfach mal so sagen. Das Geile ist, so, das Headset, ihr legt es hin, zack. Es geht von alleine aus. Ihr nehmt es dann aber wieder in eure Hand und es geht wieder von alleine an.
Das heißt, man muss keine, in Anführungszeichen, nervigen Knöpfe drücken. Es hat einfach diese Funktion, es merkt, okay, du wärst jetzt nicht gebraucht, kann es von alleine ausgehen, man hebt es wieder hoch, es geht von alleine wieder an. Finde ich einfach mega geil. Flasht mich richtig, Alter. Natürlich kann man auch das A50 gleichzeitig an der PS4 und am PC anschließen. Der einzige Nachteil, den ihr dadurch dann habt, ist, wenn ihr es an dem PC und an der PS4 gleichzeitig angeschlossen habt, dass das Mikrofon hier seitlich nicht mehr funktioniert. Das ist das einzige Problem, sprich, auf der PlayStation funktioniert dann das Mikrofon nicht mehr. Am PC würde es funktionieren. Wie ihr das anzuschließen habt, dass ihr gleichzeitig PC und PS4 Sound hier hört, zeige ich euch gleich, ist im Grunde eine ganz easy Sache. Kommen wir nochmal zu dem Mikrofon, was in der Vergangenheit auch viele kritisiert haben. Das Mikrofon, wie ihr hier sehen könnt, lässt sich irgendwie so gefühlt in alle Richtungen biegen. Ja, die Kamera kriegt es natürlich jetzt nicht hin, aber es lässt sich in alle Richtungen verbiegen, so wie man Lust hat. Das heißt, was auch echt nice ist, man kann es sich einfach überall hinschieben, so wie man im Grunde Lust hat. Ist auf jeden Fall auch nicht gerade zimperlich, also man kann es richtig irgendwie so gefühlt. Also wenn ich es jetzt so knicke, kann man es ganz gut sehen. Das interessiert das jetzt ja nicht, ist kein Problem. Viele haben in der Vergangenheit über die Qualität des Mikros sich beschwert. Also ich weiß nicht, was ihr erwartet von einem Headset, wo es darum geht, einen geilen Gaming-Sound zu haben. Natürlich sollte das Mikrofon auch eine gute Qualität haben, aber man kann es natürlich mit keinem Studio-Mikrofon etc. vergleichen. Ich bin sehr zufrieden, auch mit der neuen Qualität. Ich recorde darüber aber auch nicht, dafür habe ich natürlich andere Mikrofone, aber ich bin mit der Qualität sehr zufrieden, alle verstehen mich klar und deutlich im Online-Game, insofern gibt es da meinerseits nichts zu kritisieren, ganz einfache Sache. Ja, viele fragen sich jetzt, okay, ist es wireless? Wie läuft es mit dem Laden etc.? Ich zeige euch die Ladestation gleich nochmal im Einzelnen. Das alte A50 Modell hatte ungefähr eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, was bei diesem Headset auch gegeben ist. Ich habe selber schon ausgetestet, beziehungsweise nicht ganz auf 10 Stunden, so 8 Stunden ungefähr. Und ich musste in der Zeit das Headset nicht laden. Es hat jetzt eine Akkuladestation, die ich euch einmal ganz kurz zeigen werde. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, das ist hier die Ladestation. Man steckt das Headset einfach von oben rein, zack, zack, und schon lädt das Headset auf. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn mein Headset leer ist, muss ich das Headset dann vom Kopf abnehmen und es hier auf diese Ladestation tun und kann dann in der Zeit gar keinen Gaming-Sound oder etc., also kann ich mir das Headset in der Zeit dann nicht aufsetzen. Das ist ein Trugschluss, denn das Headset hat hier auch noch an der Seite einen USB-Anschluss, auch an der Ladestation hat es einen USB-Anschluss. Das heißt, man muss es nicht unbedingt draufstellen, man kann es auch per Kabel laden. Ich habe dieses Problem aber noch nicht gehabt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehabt, dass das Headset alle war. Es hat immer gereicht. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal im Einzelnen die Ladestation, wie ihr dann das Headset gleichzeitig am PC und an der PS4 anschließen könnt. So, Freunde, das ist die Ladestation und ich zeige euch die einmal von der Seite. Hier habt ihr mehrere Optionen, da ist auch, na, fokussier bitte. Fokussier bitte doch, Mann, was soll denn das? Aha, so, da habt ihr auch die USB-Anschlussmöglichkeit, um es dann mit dem Kabel zu laden. Und hier an der Seite habt ihr dann einmal PC und PS4 Anschluss, beziehungsweise Knopf, den ihr hin und her stecken könnt. Ich habe es jetzt auf PS4 umgesteckt, also den Schalter nach links auf PS4, damit es dann auch mit dem PS4 und PC Sound gleichzeitig klappt. So, Freunde, da haben wir die Rückseite der Ladestation auf ganz entspannt. Hier ist der AUX-Anschluss, optisch Out, optisch In und USB Mini Anschluss. Ja, und normalerweise würdet ihr jetzt hier in den USB Mini Anschluss ein Kabel von hier zur PlayStation führen. Das Kabel, also der optisch-digitale Anschluss, kommt auch an die PlayStation. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, das ist schon mal ganz wichtig. Dieses Kabel führt ihr aber nicht zur PlayStation, sondern ganz einfach zum PC. Das ist die Lösung schon. Das heißt, dieses Kabel geht in eure PlayStation, das ist klar, und dieses Kabel packt ihr in euren PC. Und somit würdet ihr dann auch gleichzeitig Sound am PC und von der PS4 an eurem Headset haben. So einfach ist das. Ja, Freunde, so soll es sein. Ja, Freunde, wer bis hierhin geschaut hat, kann ja mal den Hashtag Astro in die Kommentare hauen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich für dieses Video das gebraucht habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, ungefähr 1,5 Stunden saß ich jetzt dran, weil ich mich so oft versprochen habe. Ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen und reingehauen.